Ich bin fernab von dieser Selbstoptimierungswahn. Ich muss überall das, die optimierteste Version von mir selber haben. Auch beim Biken, nö, musst du gar nicht. Passt ja, ist ja alles easy. Wenn du Spaß hast. Hi liebe Leute, ich bin's mal wieder, Marc von Biken TV mit einem Klartext-Video. Ja, ihr seht, der letzte schöne Wintertag, bevor das Tauwetter kommt. Und ich habe die Möglichkeit genutzt, noch ein bisschen zu fahren. Mein Thema heute natürlich wieder mit ein bisschen provokanter These, aber da steckt auch was hinter. Der Fahrtechnik-Boom, der geht immer weiter. Die großen Printmagazine aus dem Bike-Bereich, die Online-Medien haben immer noch aktuelle Fahrtechnikartikel, Serien, Videos und YouTube-Kanäle werden durch Fahrtechnik-Videos überhaupt erst groß oder spezialisieren sich auf die Themen im internationalen Raum, aber auch in Deutschland. Und das ist sehr schön, diese Vielfalt, und dass es auch weiter lebendig ist. Die Fahrtechnik-Schulen sind teilweise schon sehr groß geworden. Es gibt mehrere Fahrtechnik-Schulen mit hunderten Trainern oder über 100 Trainer auf jeden Fall. Die kenne ich auch persönlich, die diese Bike-Schulen leiten, weil ich die Trainer auch fortbilde. Und ja, das Thema geht immer weiter. Ich bin ein Teil davon. Jetzt die Frage, was bringt denn dir oder was bringt euch diese ganze Geschichte? Und was ist in all den Jahren jetzt? Also seit 2008 gebe ich Fahrtechnikkurse, 2009 habe ich Videos und auch ja, Artikel in Magazinen. Der YouTube-Kanal, den gibt es auch seit 2012, aber ich habe vorher schon in anderen Plattformen Videos veröffentlicht. Ja, und dann ist die Frage, was hat das jetzt den Leuten gebracht? Was bringt es jetzt den Leuten? Und wo ist so die Linie, wo ich sage, da bringt es ihnen noch was? Und wo ich aber auch ganz oft sagen muss, nö, da bringt es nichts. Das ist eigentlich ein bisschen für die Katz. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie ihr das seht. Findet ihr Fahrtechnik-Videos, Fahrtechnik-Kurse und so helfen sehr viel? Bei welchen Themen helfen sie? Und wo würdet ihr sagen, ja, da hilft auch ein Fahrtechnik-Videos nicht? Und auch einen Kurs vielleicht auch nur begrenzt. Ich bin mal gespannt, wie ihr darüber denkt. Schreibt mal in die Kommentare. Meine Einschätzung dazu ist folgende. Und zwar habe ich festgestellt, jetzt vor allen Dingen natürlich in den Kursen, ich habe auch schon einige tausend Leute in meinen Kursen gehabt seit 2008. Und ich habe auch Leute immer wieder gehabt, nach Jahren, oder welche, die wirklich regelmäßig kamen. Und ich kenne auch Leute über sozialen Medien oder dann auch über Festivals, oder wo man sich mal kennengelernt hat, die ich auch über die Jahre immer mal wieder treffe. Und da kann man sagen, in Kursen, vielleicht auch mal durch ein Video oder so, gibt es in den Basics sehr gute Tipps und Hinweise oder halt im Kurs auch Fehlerkorrektur, wo man sagen kann, hey, das hat einen Aha-Effekt, das wurde auch relativ schnell besser und die Person kam damit bei Trails, dann wurde sicherer, wurde schneller, konnte flüssiger fahren. Also gut im Rad stehen zentral. Kleine Kniffe wie am vorderen Fuß die Ferse hängen lassen, Gewicht schön auf die Füße, auf beide Pedale verteilen, dosiert bremsen, das Gleichgewicht immer schön trainieren, damit man auch in technischen Trails besser wird. So, vorausschauen, blicken, Kurventechnik, Blickführung, Körperrotation und auch zum Beispiel das Rad mehr geneigt haben. So, alles super. Leute haben einen sofortigen Effekt, wenn sie daran bleiben, das umsetzen, das immer weitermachen, das automatisiert sich, sie werden besser. Aber dann kommt irgendwo diese rote Linie, wo man sagt, okay, jetzt bräuchte man noch bestimmte Manöver, bestimmte Bewegungsabläufe oder Techniken, um das nächste Level zu erreichen. Für viele ist zum Beispiel der Bunnyhop, weil sie merken, sie müssen immer wieder abbremsen vor Hindernissen, um da irgendwie zack, zack, irgendwie drüber im Vorderrad und dann das Hinterrad irgendwie nach. Aber so richtig aus der Fahrt raus, flüssig drüber geht schlecht. Hinterrad versetzen, wo Leute sagen, ja, ich fahre schon technisch getrailt, aber sobald richtig Spitzkern kommen, ich würde gerne versetzen können. Und dann gibt es natürlich noch Manual, Sprünge im Bikepark, also dass man sagt, ich will nicht nur drüber getragen werden durch Geschwindigkeit, ich will auch richtig aktiv mal mehr springen, ich will mehr Techniken können, um bei Droppen und Springen sicherer zu werden.
Und es gibt die Mentalthemen und so weiter und so fort. So, da ist oft der Punkt, die Leute sagen, ich will das gern können. Ich will gern den Bunny Hop können. Ich übe das ein bisschen, ich komme nicht weiter. Ich habe da schon mehrere Videos gemacht, wo ich gesagt habe, ihr müsst mehr üben, ihr müsst strukturierter üben. Aber das ist jetzt der Punkt. Ich kenne Trainerkollegen oder Kolleginnen, ich kenne Leute, die ich schon seit vielen Jahren kenne und die meisten bleiben dabei. Ich würde das gern können, bei mir klappt das irgendwie nicht. Ich bin da untalentiert, ich kriege den Wheelie nicht besser hin, ich komme nur 5 Meter. Seit Jahren werde ich nicht besser. So, da hast du diese rote Grenze, wo ich sage, der ganze Boom, die ganzen Artikel, die ganzen Videos und teilweise auch Kurse helfen den Leuten nicht weiter, weil sie den Leuten irgendwie das Gefühl geben, sie machen ja was, sie bleiben ja dran am Thema. Die können alle super genial den Bunny Hop erklären, jeden Teil der Bewegung. Aber das eigentliche selber Üben kommt zu kurz. Und die Frustrationsgrenze ist auch sehr niedrig. Zu sagen, hey, ich muss da mal durch so ein Lernplateau, wo ich erstmal ein bisschen stagniere, ich komme nicht weiter. Ja, da wird dann aufgegeben, dann wird sich zufrieden gegeben mit vielleicht so einem kleinen Standardhop, womit man auch ein bisschen klarkommt. So, und jetzt ist für euch jetzt der Punkt, ihr müsst euch ganz klar sein, was will ich eigentlich wirklich können und was bin ich bereit dafür zu tun? Weil ich bin fernab von dieser Selbstoptimierungswahn. Ich muss überall die optimierteste Version von mir selber haben. Auch beim Biken, nö, musst du gar nicht. Passt ja, ist ja alles easy. Wenn du Spaß hast und sagst, ich komme das, was ich fahren will, gut runter, alles gut. Aber wenn du sagst, ich will gerne Bunny Hop können, auch wenn ich über 40, über 50 bin, ich will das gern lernen, weil das Gehirn will immer gern Neues lernen. Wenn du sagst, ich will das Hinterrad versetzen, ich will ein Wheelie auch mal, einfach weil es Spaß macht und weil ich Bock habe, das zu üben, dann muss man die Entscheidung treffen und man muss es richtig üben. Und wer das nicht macht und immer nur so ein bisschen und dann wieder ein Video dazu guckt und dann so, ah, guter Tipp im Video oder im Kurs, hey, da habe ich einen guten Tipp bekommen. Es hilft nicht. Mehr üben, strukturiert üben, hochfrequentiert üben, mit einer Handykamera, mit einer GoPro, die man auf die Mauer stellt, mal gucken, wo ist denn mein Fehler, sich austauschen mit anderen, dann geht's weiter. Also, der Fahrtechnikboom geht weiter. Ich bin auch froh, für mich öffnen sich neue Türen, ich bilde Trainer fort, ich werde in nächster Zeit wieder ein paar neue Sachen bringen, also seid gespannt. Aber damit das Ganze nicht für die Katz ist und nicht für Entertainment pur, sondern auch wirklich was bringt, das hängt von einem selber ab. Man muss auch dann einfach sich entscheiden, was will ich können und was nicht, wofür bin ich bereit viel zu üben. Und ja, mein Tipp ist, Bunny Hop würde ich schon empfehlen, Hinterrad versetzen ist auch super praktisch. Ja, ein bisschen viel üben und dann, ich habe für euch Gratis-Lektionen 32, also 8 pro Thema, wo ihr mit Videolektionen üben könnt, die stehen hier auf YouTube. Ich verlinke es nochmal. Ihr könnt im Fahrtechnik-Forum auf MTB-News oder in unserer Facebook-Gruppe Online-Coaching Fahrtechnik könnt ihr eure Versuche posten und wir geben Feedback. Also bleibt dran und ja, ich bin gespannt, wie ihr darüber denkt. Nervt euch das Ganze mit der Fahrtechnik irgendwann? Seid ihr von euch genervt, dass ihr nicht besser werdet? Oder seid ihr zufrieden, so wie ihr seid und was ihr könnt? Oder sagt ihr, da geht noch mehr? Ja, und jetzt natürlich für viele vielleicht auch die Frage, ist das jetzt ein Widerspruch? Ich will einfach ein bisschen fahren. Ich habe Bock, die Natur zu genießen. Aber ich will eigentlich auch Bunny Hop können. Wie kann ich das vereinbaren, diese beiden Motivationen, diese beiden Wünsche? Das geht natürlich, weil Trailfahren, ja, da könnt ihr euch Zeit für nehmen, da müsst ihr zu euren Trails fahren, da hoch und dann wieder runter. Das ist so quasi eine kleine Tour. Aber Fahrtechnik üben kann man vor der Haustür machen. Man muss gar nicht viel Zeit investieren, also für eine Session. Insgesamt schon viel Zeit, weil man es viel wiederholen muss. Aber wenn du 10 Minuten bis 20 Minuten am Tag ein bisschen übst, 1 bis 2 Themen, super. Das ist ein Riesenschritt. Schuhe an, Helm an, je nach Wetter, Handschuh, Schienbeinschoner. Je nachdem, wie man sich halt wohlfühlt und dann loslegen und mit System üben, mit Videoanalyse üben. Gerne auch, wie gesagt, im gratis Online-Coaching mal Tipps einholen von mir und anderen. Und ja, ich biete euch PDF-Dateien gratis und Videos gratis. Also ihr habt alles, was ihr braucht und ihr müsst nur loslegen. Aber ihr müsst euch im Klaren sein, wollt ihr das, gebt ihr da Gas oder ist es euch eh nicht so wichtig, dann lasst es auch lieber ganz. Weil das frustriert ja nur, wenn man ab und zu mal Bunny Hop lernt und merkt, man kommt nicht weiter oder Wheelie. Dann lieber richtig, sonst kann man es auch ganz lassen.
Wir sehen uns, bis dann.